Okay, super. Wir fangen jetzt mit Aizun an. Aizun, wie geht's dir? Wie steht's? Was läuft so im Leben? Ja, es ist stressig im Moment bei mir, aber sonst passt alles. Wir sind gesund, alles ist gut. Ah, okay, du optimistisches Mädchen. Ich versuche zumindest. Ich hatte auch sehr selten gesehen, so eine Karte, wie du es hast. Deswegen, heute wird es sehr interessant für dich werden. Und du darfst die Einführung machen. Viel Erfolg. Hi, Aizun. Hallo. Also, das ist deine Karte. Das sind deine Energien im Unterbewusstsein. Bei dir sehe ich, dass du eine sehr kardinale Energie hast. Das bedeutet, du willst und kannst unmittelbar und spontan entscheidend im Leben vorgehen. Du erkennst deine Möglichkeiten und schreitest zur Tat. Du bist auch dynamisch engagiert und deine Wille ist ausgeprägt. Du lebst aber oft für die Zukunft. Also bei dir ist es sehr schlecht, im Jetzt und Hier zu leben. Du erzählst schnell, schaffst jedoch das Erzählte nicht zu halten oder zu vermehren. In deinem Horoskop ist das Element Luft stark vertreten. Das heißt, du bist intellektuell oder mental eine geprägte Person. Du arbeitest gerne mit deiner Einbildungskraft und versuchst, alles erklärbar zu machen. Du redest und beschreibst auch gerne Dinge. Und das Bedürfnis nach Beziehungen und Geselligkeit ist bei dir auch ausgeprägt. Ja, und du zeichnest dich durch Gedankenvielfalt und Kommunikationsfähigkeit aus. Dann fangen wir an mit der Sonne. Jetzt gehen wir in die Vertiefung. Wer möchte gerne mit der Sonne beginnen, meine Lieben? Die Sonne ist hier, wo hier, oder? In der Jungfrau. Thema Jungfrau. Also meine Lieben, Jungfrau, 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 wir werden heute alles schön verpacken, damit Aizun versteht, wie sie sich verändern kann in eine bessere Version. Weil Astrologie ist ja nicht nur hier 100 Sachen schön erzählen, wie toll du bist, wie geil du bist und so weiter. Astrologie zeigt dir die Energien, wie du dich verbessern kannst und eine bessere Version im Leben bist. Okay? Mhm. Gut, Sonne in Jungfrau, wer möchte? Sonne in der Jungfrau bedeutet, Erfahrungen hast du aus den Fischen, aus der emotionalen Welt, aus dem Wasser. Und in deinem Leben bedeutet es, dass du zur Erde gehen sollst. Dass du, deine Aufgabe ist es, logisch zu denken, nicht vom Problem wegzulaufen, sie zu lösen, Entscheidungen rational zu treffen und Fürsorge leisten, Ordnung reinbringen. Du musst halt, wie gesagt, von der Wasser in die Erde nicht rumträumen, sondern realisieren. Hygiene, Rituale schaffen und für Mitmenschen sorgen. Gesundheit ist für dich sehr wichtig und für andere. Und das Schicksal wird dich immer zur Verantwortung zwingen, weil Jungfrau ist ja immer analytisch und verantwortungsbewusst, gesundheitlich bewusst. Du musst schon in diese Richtung gehen, von dem Wassergefühl in diese Erde was zu erschaffen. Jetzt gehen wir auf den Mond über. Genau, Mond, Jungfrau ist ja auch eine Jungfrau, sind schon sehr sorgfältig. Ordnung ist wichtig, die Logik ist sehr stark ausgeprägt und Streben nach Perfektionismus irgendwo. Und eine überdurchschnittliche Fürsorglichkeit ist gegeben. Dankeschön. Meine Lieben, wer will weiter Mond? Wir müssen jetzt bei der Seele bleiben, weil hier holen wir alles raus. Mond. Der Mond will auf jeden Fall Struktur, Ordnung ist wichtig. Also die Seele, sorry. Die ist auf jeden Fall sehr praktisch orientiert. Das muss immer als praktisch sein. Und ja, ist auch auf jeden Fall ängstlich. Ängstlich vor was? Vor Chaos. Ja, ich glaube allgemein ängstlich. Mhm. Also Chaos auf jeden Fall. Ja, ja, gut. Also dein Mond, schau mal, meine liebe Aizun. Deine Seele und dein Verstand kritisieren ständig irgendwas, egal was. Ob du auf der Straße läufst, ob du zu Hause kochst, ob du in der Arbeit was machst, bei dir kommen immer Gedanken, dass du alles
besser machen möchtest, dass es noch besser geht, noch schöner, noch perfekter, sauber. Und das ist immer, und vor allem bei dir ist der Merkur neben deiner Seele drauf. Das heißt, bei dir kann manchmal so ein, ich kann das nicht beschreiben, du bist sehr intelligent. Das ist erstmal dazu, sehr, sehr intelligent. Und manchmal kannst du aber deine Gedanken nicht stoppen, weil du einfach in allem perfektionistisch sein möchtest. Und hier kann die Illusion sein, dass es gibt nicht alles perfekt. Es geht nicht. Das kann dir sehr viel im Leben blockieren. Steine auf den Kopf werfen. Vor allem, das Ganze steht bei dir im achten Haus. Das ist Haus der Transformation. Durch was transformierst du dich? Es triggern dich Menschen, die unsauber sind, die stinken oder die vielleicht 3 Tage Haare nicht gewaschen haben. Und wenn du siehst, bei einer Frau sind so ein bisschen ungewaschene Haare, das triggert, das kann dich triggern. Wichtig ist, dass in deine Seele sauber ist, dass du zufrieden bist mit deiner Sauberkeit. Und dass du wegkommst von diesem Perfektionismus. Kaufe dir Bücher, kaufe dir psychologische Sachen, irgendwas, dass du wegkommst von deinem Perfektionismus. Es wird dir im Leben sowas von einer Erleichterung kommen. Hier gibt es Vorteile. Du hast Talente. Diese Talente sind bei dir, dass du sehr detailliert arbeiten kannst. Du bist die beste Mitarbeiterin, die man überhaupt einstellen kann. Dein Chef muss nicht deine Arbeit überprüfen, weil er weiß, du machst es auf dem höchsten Level. Du bist aber diejenige, die selber zum Chef nicht geht und fragt, ey, gib mir mal eine Gehaltserhöhung. Du sitzt und wartest, bis der Chef merkt, ich habe jetzt Überstunden gemacht, hoffentlich merkt er ja. Und wenn nicht merkt, dann bin ich es nicht wert. Bitte geh zum Chef und sage, schau mal, ich arbeite so sauber, ich mache für dich alles, ich sitze hier Überstunden, zahl mir mehr Gehalt. Das ist so wichtig, trau dich und geh raus und fordere es. Und du bringst Kälte, du bist emotional eine kältere Persönlichkeit. Du schenkst wenig Wärme und Liebe an deine Kinder. Also schau, dass du deinen Kindern nicht zu viel Fürsorge gibst. Wenn dein Kind krank wird, du gehst in 5 Apotheken, du kaufst alles. Das ist für dich Fürsorge. Aber weißt du, was dein Kind wirklich braucht? Die Liebe, dass du umarmst und diese Liebe durch die Umarmung weitergibst. Das ist das, was deine Kinder wollen. Und nicht, dass sie die ordnungsvollsten, saubersten Kleidung für die Schule haben. Das interessiert die nicht. Scheißegal, ob da ein Loch drin ist oder nicht. Sollen die Hauptsache glücklich in die Schule gehen? Also ich mache das schon, dass ich ihn nehme und tue, aber du hast da recht. Zum Beispiel, wenn ich was zu erledigen habe oder irgendwas gemacht werden muss oder ich muss putzen, dann vernachlässige ich ihn schon öfters. Das wird mir dann schon bewusst, wo ich dann im Nachhinein schlechtes Gewissen habe und dann denke ich mir, oh, das hat mich wieder gefangen und wieder habe ich das bevorzugt und nicht ihn. Ja. Also so Themen wie Kochen, Putzen, sauber machen, das soll bei dir im Hintergrund bleiben. Weg. Vordergrund ist immer Kind, Seele, Menschen. So, gut, wir machen weiter. Wer möchte was zum Mondphasen erzählen? Wer möchte Mondphasen-Spezialist Manuela? Also dein Mond ist relativ nah an der Sonne. Das heißt, es ist also der Bereich des zunehmenden Mondes. Du bist allerdings im Bereich des Mondweges geboren. Das heißt, relativ nah nach dem Neumond. Also das heißt, nachdem dein Mond sozusagen sich wieder auf den zunehmenden Part gemacht hat, da gibt es einen kleinen Spalt. Der nennt sich dann Mondweg und diese Menschen sind sehr intuitiv, also die haben eine gute Anbindung an den Kosmos, die sind sehr feinfühlig, die sind sehr offen, die haben eine gute Wahrnehmung, eine gute Intuition, also so Sachen wie dann Kartenlegen oder Astrologie, alles was so ein bisschen mystisch ist, dafür sind solche Menschen sehr empfänglich, also die eignen sich da sehr gut dafür und das wäre etwas, was du für dich so ein bisschen
in den Vordergrund bringen dürftest und vielleicht auch damit arbeiten dürftest, also im Bereich deiner Berufung da dich vielleicht ausweiten, ein bisschen tiefer reingehen und das nutzen, deine Gabe, deine Anwendung. Bin ich dabei, ja. Ja, sehr schön, dann bleib dabei, weil das, also für mich ist das Gefühl zwar, weil der Mond deine Jungfrau ist und das ja eigentlich auch so ein Stück weit für die Arbeit steht, dass das wirklich so ein Teil deiner Arbeit oder deiner Berufung sein könnte, dass du da in der Tiefe die Menschen erreichen kannst, dass du da beruflich ganz viel bei Menschen in die Transformation bringen kannst, aber das auf eine fürsorgliche Art und Weise. Mhm. Jetzt könnt ihr erzählen, was ihr wollt. Alles, was ihr wollt. Sabine, mach gerne, was möchtest du dazu was erzählen? Ein Thema, was dir richtig gut gefällt. Machen wir mit der Jungfrau weiter. Und zwar ist dein Merkur in der Jungfrau und der Merkur ist dort sehr stark. Das heißt, dass du jemand bist, der ausgezeichnet logisch denken kann, der analysieren kann, der detailorientiert ist und der manchmal auch sehr schnell reden kann oder eben sehr, sehr schweigsam ist. Ja, sehr schnell, leider. Ja, sehr schnell, ne? Darf ich dich fragen, was du für einen Beruf machst? Also ich arbeite eigentlich im Verkauf, bin aber jetzt noch in Elternzeit. Ja, aber das mit dem Verkauf, das passt ja, hier musst du ja viel reden. Und wenn du die Kunden da bedienst. Mhm. Und es ist auch eine sehr verantwortungsbewusste Arbeit, die du da hast. Mhm. Und die Arbeit hat ja auch bestimmte Rituale beinhaltet, die ja bestimmte Abläufe, die du. Und die Jungfrau braucht ja solche Abläufe, Rituale. Passt das, empfinde ich so, ne? Ganz gut, dein Beruf. Du kannst ja ganz schnell alles merken, was auch wieder wichtig ist für eine Verkäuferin. Der Merkur in der Jungfrau, was du hast, das sind auch ganz fleißige Menschen. Also auf der Arbeit bist du fleißig, privat sicherlich dann auch. Ja, ein bisschen kritisch und skeptisch bist du und hast ein gutes Gedächtnis für Zahlen, Daten und Fakten. Ja, Zahlen brauchst du ja als Verkäuferin, passt wieder. Ne? Also hier hast du deine, wie ich finde, deine Energie gut in Beruf reingetan. Rechnen, analysieren kann man. Was allerdings immer auftritt, ist, dass man kritisch zu allem und zu jedem ist und skeptisch zu allem, was das Leben einen selber berührt. Ne? Und mit dem Vertrauen ist es auch nicht ganz so einfach. Meistens beim Merkur in der Jungfrau, man vertraut niemanden und manchmal selbst sich selbst auch nicht. Also Vertrauen ja, überhaupt nicht, ja. Ne? Und das hat aber dann was mit Selbstbewusstsein zu tun. Du weißt ja, wie gut du bist und wenn du dir das immer wieder sagst, dass du ja, was du alles kannst, dann steigerst du auch dein Selbstbewusstsein. Du musst da nicht an dir zweifeln. Ne? Mhm. Aber das macht eben der Merkur, also in der Jungfrau. Wenn der sich ein bisschen mehr entfalten dürfte im Bereich gerade so der Kartenlegung oder alles, was so ein bisschen in die Tiefe geht, in die Beratung, etwas, was du vielleicht von zu Hause aus auch arbeiten könntest, sodass du bei deiner Familie bist und dass du aber gleichzeitig auch ein Stück bei deiner Berufung nachgehen könntest, die wirklich so ein bisschen in der Tiefe ist, also schon mit anderen Menschen im beraterischen Bereich, analytisch zum Beispiel der Bereich vom Kartenlege. Du musst dir sehr viele Dinge merken beim Kartenlege, hast auch einen Austausch und kannst aber dann durch die Kommunikation auch in die, also durch die Struktur in die Tiefe gehen, also jetzt im Skorpionhaus praktisch sozusagen da deine Berufung auszuleben, was wirklich so deins ist, was deinem Wunsch entspricht. Wirklich in der Tiefe die Menschen zu erreichen und durch deine gute Kommunikation, deine Struktur da auch, ja, dann hast du die Familie und die Arbeit unter einem Hut. Vielleicht wäre das was für dich. Okay. Ja, das will ich auf jeden Fall. Super, danke Manuela. Wer will noch? Also du hast ja die Venus in der Waage.
Habe ich das richtig gesehen? Ja, ne? Genau, ja. Das ist super. Okay, und das fand ich jetzt ehrlich ganz witzig, weil du ja auch gesagt hast, dass du irgendwie eigentlich im Duty-Free arbeitest, in der Beauty-Abteilung. Das passt ganz gut, weil das ist halt eigentlich für die Waage perfekt, was das angeht, weil die Waage liebt halt dieses Ästhetik, Schönheit, alles, was so mit Aussehen zu tun hat, so perfekte Formen und so. Was auch noch bei der Waage ist in Venus, die braucht halt einen Partner. Für die ist die Partnerschaft das Nonplusultra, quasi essentiell. Ja, die Waage passt sich auch gerne mal ihrem Partner an. Ja, auf jeden Fall. Weil Partner ist da, das ist elementar. Nur das ist, glaube ich, meine Lebensaufgabe, Beziehungen, da funktioniert das bei mir nicht. Deswegen, es ist so, wie du das sagst, ja. Okay. Aber genau, das ist, glaube ich, meine Aufgabe auf dieser Erde. Okay, das ist ja eigentlich schon, weil wenn die Waage wirklich den Partner so dringend benötigt, du hast das nicht, das ist ja echt ein Problem eigentlich. Also ich muss jetzt nicht unbedingt einen Partner haben, um einen Partner zu haben, das nicht. Mhm. Ich will einen Partner haben, wo wirklich mit Gefühle sind von beiden Seiten, wo alles so, ne, jetzt auch nicht perfektionistisch, das kommt jetzt wieder raus, wo alles passt, wo man harmonisiert. Und, also eine schöne Partnerschaft, aber einfach so eine Partnerschaft, das möchte ich nicht, nein. Ja, also jetzt habe ich einfach nochmal so einen Impuls, weil ja bei der Venus halt auch noch der Jupiter und der Saturn ist, eben im Waagebereich. Das kann dann schon sein, dass du so auf der einen Seite natürlich, du willst deine Freiheit und du willst das in der Partnerschaft auch ausleben, also da individuell sein und hast vielleicht so ein bisschen die Angst, dass da halt so ein Partner kommt, der dich vielleicht so ein bisschen nicht unterdrückt, aber der dir so ein bisschen die Freiheit nimmt oder vielleicht ein bisschen den Lebensgenuss irgendwo nimmt und nicht, also dich einschränkt auf eine Art und Weise in der Partnerschaft und dich deswegen so ein bisschen so ein bisschen mehr auf dich beziehst einfach. Wenn du das aber so für dich in die Veränderung bringst, dass eine Partnerschaft beides sein kann, also in der Verbindung stehen kann und aber auch in der Freiheit, dann kann sich das also in der Waage ausbalancieren, wenn das beide sozusagen im Gleichgewicht ist. Und dann kann eine Partnerschaft auch schön sein. Ja, nur die engen mich dann zu sehr ein. Also zum Thema Partnerschaft werde ich heute noch Abschluss machen, weil bei ihr gibt es hier Besonderheiten. Wer möchte noch was dazu hinzufügen? Ich wollte noch was sagen zu dem Mars im Krebs. Mars und Krebs sind auch mit Familie verbunden. Das heißt, du bist auch intuitiv, emotional, sehr vorsichtig, streitest du ungern mit Menschen. Für dich ist auch wichtig eine positive Umgebung, damit du die Energie nicht verlierst. Zum Beispiel, wenn du arbeitest, dann für dich ist auch wichtig, auch, dass du gut mit deinen Arbeitskollegen auskommst. Mhm. Stimmt? Super. Definitiv, ja. Genau. Wie ist deine Mutter? Wie war sie denn früher? War sie mehr, hat sie dich kontrolliert oder war sie dann sehr dominant? Oh ja, sehr kontrolliert, sehr, ja. Oh. Du magst auch sehr gerne zu Hause verbringen, stimmt's? Ja. Genau. Sehr gemütlich zu Hause, genau. Da fühlst du dich am wohlsten. So eine Hausfrau, die gerne zu Hause sitzt und rumkocht wahrscheinlich jeden Tag. Erste Speise, zweite, dritte, vierte. Genau, für dich ist auch geeignet, so wie Homeoffice, also Arbeit von zu Hause würde dir am allerbesten passen. Also ja. Deine Beauty-Sachen von zu Hause verkaufen zum Beispiel. Ja, jetzt mit Kind möchte ich sowieso irgendwas noch zu Hause aufbauen, ja. Über Zoom Beratungen anbieten. Aber ich komme auch noch darauf. Ich lasse erstmal die Mädels noch das meiste rausfließen. Jurate, gibt es noch was? Weil das hast du super jetzt gemacht mit dem Mars. Also die Sportarten, was zu dir passt. Yoga ist auch für dich sehr wichtig, damit du dann in Balance kommst. Bingo. Genau. Also da passt auch zu dir auch, weil Krebs ist auch Wasserzeichen, auch Wassersportarten sind auch gut für dich. Und Training zu Hause oder in der Natur auch sehr. Also sehr wichtig für dich, sage ich mal. Und natürlich kann ich was zu Sex sagen, wenn du magst. Ja, bitte. Alles. Also, ich höre alles gerne. Bei dir, also im Widder ist,
dass du deinen Partner sehr gut fühlen kannst und weißt, sage ich mal, was er mag oder was du magst. Also du fühlst einfach. Leidenschaftlich. Ja, leidenschaftlich, genau. Emotional. Ich finde es zumindest auch so, ja. Ich weiß nicht, wie die Männer das so finden. Ja. Also ihr Aszendent am Steinbock. Ne? Mhm. Und das ist auch wieder so eine widersprüchliche Art, die man erstmal verstehen, begreifen muss. Saturn ist in der Waage auch. Also irgendwo ist die Angst vor der Einsamkeit da. Mhm. Aber aufgrund, dass man so perfektionistisch ist oder den Partner so auswählt nach bestimmten Kriterien, bleibt man einsam, weil man halt zu perfektionistisch vielleicht darin ist. Die Gefühle nach außen zu zeigen, schwierig ist. Mhm, ja. Oder man fordert viel von der Gesellschaft so oder von dem Partner, von den Menschen. Ich weiß nicht, bist du momentan in einer Beziehung oder bist du Single? Nein, ich bin Single. Okay. Ja, du möchtest schon eine harmonische, sichere Beziehung. Das ist für mich, das ist für dich dein größter Wert. Du möchtest eine harmonische, sichere Beziehung haben. Mhm. Ja. Oh, ja. Kriegt sie aber nicht. Ja. Echt? Böse gesagt. Bis du dein Karma verarbeitet hast. Ja, man muss, also das ist okay. Die Arbeit an sich erstmal, um das zu bekommen, was man verdient hat. Weil du ziehst an, was du bist. Und wenn du das bist, was du sein musst, dann ziehst du genau das gleiche an. Aber das ist erstmal erfordert Arbeit an sich. Also ich habe ja jetzt nach meiner letzten Beziehung, was ich erlebt habe, habe ich endlich kapiert, dass ich wirklich mich ändern muss und an mir arbeiten muss. Bin gerade auch dabei, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob ich auf dem richtigen Weg bin, wie ich das mache. Aber ich glaube, das nimmt auch ein bisschen Zeit, bis das alles mal sitzt. Aber kapiert habe ich es zumindest endlich, ja. Darf ich noch fragen, hast du damals Männer angezogen, die schon so eher, also dass du die Mutterrolle übernommen hast oder dass die waren halt eher so zurückhaltend oder Männer, die halt sehr fürsorglich sind und gefühlsvoll und verantwortlich, aber mehr die Kinderrolle eingenommen haben? Also dass du die Mutter meistens warst für die Partner? Teils auch, ja, ja. Weil der Mars zeigt bei dir, dass du Männer anziehst, die halt ein bisschen das Kindliche spielen. Ja. Und du bist dann die Mutter für die. Und die suchen halt Frauen wie dich. Und du nimmst das dann. Ja. Genau. Aber Lisa, war das richtig? Der Jupiter zeigt ja unseren Ehemann, der Jupiter, ne? Jupiter ist auch Ehe, ja. Genau, Ehe, das ist der Ehemann. Folge von einer Frau. Ja, Jupiter ist ja bei ihr in der Waage, ne? Mhm. Und das ist ja auch ein Ehemann, also ein Mann, den wir zum Ehemann haben wollen. Und er ist bei dir in der Waage, ne? Mhm. Was heißt das nochmal? Das ist ein erfolgreicher Mann. Also das kann auch ein erfolgreicher Mann sein. Aber das kommt nur dann, wenn sie ihre karmischen Aufgaben verarbeitet hat. Genau. Und weil sie ist ja so ein, in der Waage hat sie so viele Planeten, sie ist eigentlich so ein kompromissbereiter Mensch auf Augenhöhe und sie braucht einen Mann, der mit Augenhöhe auf ihr kommuniziert, auf Gleichberechtigung ist und eine schöne, charmante Ausstrahlung hat und viel Zeit mit ihr verbringt. Also der auch viel Energie in die Beziehung oder in die Familie steckt und das braucht sie. Dann wird sie glücklich. Da ist dein Glück, also das soll man auch. Das ist so. Aber hier gibt es einen Punkt, an dem sie arbeiten soll. Ich werde jetzt richtig hart werden. Ist das okay für dich? Es kann hart sein, es kann ein bisschen in die Tiefe gehen, aber ich weiß, du wirst dich dran verändern und das wird geil werden. Hier, wir haben sehr viele Energie, die zusammen vermischt ist. Und dieser Venus in der Waage, wisst ihr, was ist die Schwäche von diesem Venus ist? Dass sie ihre Gefühle, ihre Wünsche abhängig macht von der Außenwelt, von den Freunden, von der Familie, von den Männern. Das heißt, ihre eigenen Wünsche unterdrückt sie. Sie denkt, dass sie nach ihren Wünschen lebt, aber sie kocht das, was gerne der Mann isst. Sie kauft das Kleid, wo der Mann sagt, das Kleid ist schöner als der andere.
Und hier ist der Konflikt, sie lebt nicht ihr Leben als Mensch, als ihr Ganzes, sondern sie lebt das Leben von Beeinflussungen von der Außenwelt. Und das ist die größte Herausforderung für dich, das zu verstehen und sich in deinem Kopf automatisch reinzuprägen, bevor du dich für etwas entscheidest. Spreche nicht mit 10 Freundinnen. Frage nicht nach Meinung von deiner Familie und Mutter. Geh, mach Meditation und entscheide dich während dieser Meditation, weil du hast so eine krasse Intuition. Du bist hier gekommen, du bist eine magische Frau. Du kannst sogar Magie ausüben. Du kannst Rituale machen. Bei dir wird es fließen. Alles, was mit Esoterik zu tun hat. 10. Haus ist unser Berufshaus, ist im Skorpion. Uranus mit schwarzem Mond, Astrologie perfekt, Magie perfekt. Alles, was kosmisches ist, ist perfekt für dich. Du kannst, das Beste bei dir ist, du müsstest in der beratenden Position bleiben, also, dass du berätst, weil dein 6. Haus geht in den Zwilling rein. Zwilling ist immer Kommunikation, Kundenbetreuung, Sprechen. Beraten. Wenn du das kombinierst, kannst du dein Homeoffice zu Hause machen, Zoom bezahlen einmal im Monat und let's go. Allgemein von Berufen her, du hast viele Möglichkeiten, weil dir sind viele Talente gegeben. Du würdest sehr gut im medizinischen, gesundheitlichen Bereich sein, sehr gut. Du würdest sehr gut im Beauty-Bereich sein, Kosmetik, das ist alles dein. Harmonie, Formen, Style ist deins. Du könntest da eigenen Label gründen, eigene Marke, Pluto mit Venus da. Du hast ein Auge für Stil, wie Farben, wie passen die Farben zusammen, wie passt die Schönheit zusammen, das ist alles da drin. Da ich habe auch Make-up-Artist gemacht. Das war auch ein sehr guter Weg. Du kannst es immer noch kombinieren. Du kannst Beratungen anbieten. Du kannst das alles kombinieren. 4 Talente in ein Ding reinpushen. Du kannst sehr gut Thema Finanzen reingehen. Oh. Du könntest so gut im Finanzbereich sein, Finanzberatung, Investitionen, das ist deins. Da kannst du deine Sicherheit stabilisieren und nicht mehr abhängig sein von Männern. Schwierige Sachen, die immer wieder karmisch auf dich zukommen. Die erste Sache, mein Lieber, jetzt könnt ihr sehr gerne aufpassen. Thema Mars und der karmische Knoten. Das heißt, du ziehst immer Partnerschaften, Männer in dein Leben an, die dein Spiegelbild zeigen. Von jedem Mann siehst du Sachen, die dir nicht gefallen und die solltest du bitte erlernen und fragen, warum triggert der mich? Weil ich sage dir eine karmische Sache, die dir nicht gefallen wird, aber die würde ich zum Nachdenken bringen. Du hast in deinem vorherigen Leben sehr schlecht mit Männern umgegangen. Du hast sie vielleicht erpresst, vielleicht warst du selber ein Mann, vielleicht hast du Missbrauch, vielleicht hast du getötet, ich weiß es nicht. Aber mit männlicher Energie bist du sehr schlecht umgegangen. Und deswegen ziehst du Männer an, die dir oft, oder es kann sein, dass sie dir fremd gehen, dass sie dich belügen, dass sie dich enttäuschen und dass sie dich verraten oder für eine andere auswechseln. Das ist dieser Karma vom Leben davor. Es ist keine Flucht oder so, aber das ist die Energie von der Seele, die in diesem Leben das verarbeiten kann. Und wenn du das verarbeitet hast, danach kannst du eine schöne Ehe haben, einen wunderschönen, harmonischen Mann, der attraktiv ist. Sogar der Ältere ist. Ich sehe bei dir, dass der richtige, geile Mann kommt, der Ältere ist, weil Saturn ist älterer Mann. Da, bis du dahin ankommst, darfst du nicht zu Hause rumsitzen und denken, ich nehme nur einen Mann, mit dem ich Beziehung eingehen kann. Du solltest jeden Mann nehmen, der in dein Leben kommt. Je mehr du das machst, desto schneller verarbeitest du diese ganzen karmischen Prozesse. Ach so, okay. Wenn ein Mann dir fremd geht, dann ist es okay, dann bekommst du es halt zurück. Weil vielleicht bist du fremd gegangen früher im Leben davor und hast den Männern wehgetan.
Und das ist so, wenn du das im Hintergrund verstehst, dann kannst du es schön verarbeiten. Aber wenn das jetzt in der Vergangenheit schon passiert ist, manche Fälle, die Karma nicht ein bisschen bereinigt? Wenn du emotional noch drauf reagierst, wenn der neue Mann in dein Leben kommt und der geht dir fremd, wie würdest du reagieren heute? Was machst du? Heute? Ja. Also es ist ja schon mal passiert, da bin ich ausgeflippt, das würde ich jetzt nicht nochmal machen. Hast du ihm vergeben? Hast du mit ihm danach nochmal geschlafen? Ja. Du hast es nicht verstanden. Dein Unterricht wurde nicht beseitigt. Deswegen, es kommt noch ein Mann, der diese Situation immer wieder reinbringen wird. Du wirst erst dann verstehen, wenn du sagst, okay, er ist mir fremdgegangen, das ist meine Selbstliebe, das ist mein Selbstwert, ich werde das nicht mehr akzeptieren, egal wie sehr ich diesen Mann mag, ich werde emotional nicht reagieren, ich werde meine Sachen packen und er verdient mich nicht. Nicht emotional in den emotionalen Wirbel reinkommen, weil wenn du das tust, dann bist du wieder in dieser Karma drin. Wenn du einmal, zweimal emotional ruhig kontrolliert bist und immer wieder zurück zu dir kehrst und deine Selbstliebe stark lässt, deine Werte kennst, danach kannst du dieses karmische Programm umschreiben. Und das Minimum, was ich dir empfehle in deinem Leben, dass du einmal eine Hypnose machst zur Regression, dass du siehst, was du mit den Männern in deinem vorherigen Leben gemacht hast, damit du das besser verstehst. Das ist das Mindeste. Auf jeden Fall. Ja, und bei dir ist es so, jetzt machen wir noch schnell, bei dir ist ein karmisches Leben. Du bist hier gekommen, damit du etwas lernst, aber wirklich volle Pulle lebst. Und dein Leben ist nicht immer einfach. Du spürst auch wenig Freude am Leben. Du denkst, das ist für dich wie so ein träge Gefühl, dass du immer musst, die Verantwortung hast. Aber deine Seele ist gekommen zu einer Säuberung, damit du die Prozesse durchsäuberst. Hier sieht man das, durch diesen karmischen Knoten im ersten Haus. Ja? Und du bist religiös. Du glaubst an eine bestimmte Religion, oder? Was ist das? Also so religiös ist von meiner Glaube eigentlich nicht so sehr, aber ich glaube an das Universum sehr, jetzt, wenn man das sieht. Also betest du zu Hause oder betest du manchmal? Ja, das mache ich schon, ja. Also schon. Das ist das, was ich meine. Also wenn du ständig betest oder so an Gott und was weiß ich, Allah und so weiter. Das sieht man hier, meine Lieben. Das seht ihr hier ganz schön. Ich zeige euch. Hier ist der Neptun. Hier Neptun im 12. Haus. 12. Haus ist immer Religiosität oder Einschränkungen. Was schränkt uns im Leben ein? Und alle Religionen schränken uns in unserer Denkweise ein. Deswegen ist sie so sehr religiös. Ja. Das ist erstmal jetzt von mir. Was ist Ihr Gesundheitspunkt? Was ist Ihr schwächster Gesundheitspunkt? Was hat sie ausgerechnet? War das der Fisch? Weiß das noch jemand? Es ist der Schütze, also Hüfte, Oberschenkelregion und die Leber und Stoffwechsel. Also da ein bisschen Obacht geben. Und zwar, wo man aufpassen muss, weil das ist ja eine Feuerenergie und das ist die Energie des Lebens. Man muss den Appetit zügeln, weil das sonst zu volle Gefühle führt. Und wenn man zu viel isst, strapaziert man die Leber. Man darf auch nicht so viele verschiedene Speisen in großen Mengen essen. Also da muss man ein bisschen Obacht geben. Okay. Hast du irgendwelche Probleme mit Leber oder Hüfte? Hattest du schon mal irgendwelche Probleme gehabt in diesem Bereich? Bis jetzt noch nichts. Super. Dann ist sehr gut, dann ist deine Schütze super. Schau aber für die Zukunft, wenn du mal 60 bist oder 80, wie so eine kleine Omi, danach einfach Sport machen zum Thema Hüfte, Lebervorsorge, Reinigung und so weiter. Diabetes kann noch kommen, wenn es nicht aufgepasst wird. Diabetes, Zucker, Emotionen. Das liegt in der Familie schon. Das ist drin. Und vor allem hast du manchmal Hautausschläge, hast du manchmal Probleme mit deiner Haut? Hin und wieder, ja.
Ja, das ist der Bereich hier, meine Lieben. Waage, Pluto unterdrückt Gefühle. Wenn du Gefühle unterdrückst, wenn du nicht nach deinen Wünschen lebst, wenn du Sachen, Entscheidungen triffst, was dir deine Freundinnen erzählen, Schwestern und alles, lebst du nicht dein Leben. Und aus diesem Kreis musst du raus. Danach kriegst du keine Hautprobleme mehr. Okay. Aber ist es so, soll ich jetzt nach meinen Gefühlen leben? Okay. Aber zum Beispiel, wo du jetzt vorhin auch gesagt hast, wenn ich jetzt mit jemandem mit diesem, der fremdgegangen ist, weil ich noch so starke Gefühle zu ihm hatte, ich kann die Gefühle dann einfach nicht, so wie du sagst, weglassen. Das ist so schwierig, dass ich die Gefühle, wenn Ja, ich weil du wirklich. abh weil das ist nicht Gefühle, das ist Abhängigkeit. Weil du bist sehr stark in Abhängigkeit, das passiert sehr schnell bei dir. Und da würde ich dir empfehlen, dass du an deiner Selbstliebe arbeitest. Also ich empfehle jedem, der Jungfrau ist, die Programmierungen im Gehirn komplett umzuprogrammieren. Diese kritische muss raus. Selbstwert muss erhöht werden. Erst wenn du das Gefühl bekommst, du kannst zu deinem Chef gehen und sagen, ey, erhöhe mir das Gehalt, dann ist schon mal ein richtiger Wertpunkt. Dann weißt du, das ist schon gewachsen. Und das Jahr 2022 ist pure Transformation mit Venus. Wenn du deine Venus transformierst, dann kommt auch dein wunderschöner, attraktiver, geiler Mann, der älter ist als du. Und wie transformiere ich mein Virus? Unterbewusstsein, Hypnose. Okay, Meditation und so weiter. Okay. Das ist halt, wenn du selber die Meditation machst, die sind ja oft geführt auf allgemein. Für dich ist wichtig, dass du individuell das machst. Individuell alle Emotionen aus dir herausbringst, dass du dich bereinigst, dass deine Seele freier wird. Und man sollte schauen, es gibt so ein Ritual, den man anschauen kann, ob eine Flucht auf dir liegt in Bezug auf Männer. Eigentlich sage ich so Sachen nicht. Aber wenn ich so einen schwarzen Mond hier habe, in dieser Verbindung mit dem und du bestätigst es, dass es immer komische Männer kommen, auf welchen Chakren sitzt eine fremde Energie, damit du dann verarbeiten kannst und es entsäuberst? Weil jede ganze Energie kann man sich loslassen. Da kannst du mir mal privat schreiben. Also dann können Ah wir mal ja, darüber reden. Okay? okay, auf jeden Fall. Es sind jetzt viele Sachen gekommen, die du nicht hören wolltest. Aber Aber alles gut. ich war mir im Gefühl, du bist bereit, weil du es willst. Auf jeden Fall, Okay? ja. Gut. Und Also deine das Seele ist tut mir stark. ganz im Gegenteil, hat es mir gut getan, weil jetzt weiß ich, was das ist. Ja, Jetzt diesen weiß ich, Arschtritt was ich hast du machen muss. gebraucht. Ja, weil bei dir ist karmisches Leben. Da kann man echt mal so bam, bam, bam gemacht werden. Okay, wärst du so ein sensibles Fischilein, dann muss ich echt aufpassen, mich beherrschen. Nee, alles gut, ganz im Gegenteil. Ich bin happy darüber. Okay. Willst du uns ein Feedback mitteilen? Weil die Mädels haben echt heute in Energie eingesetzt, die Beratungen für euch gemacht, auch für die Spenden, für diese Kinder oder dieses Kind, wissen wir noch nicht, werden wir es noch entscheiden. Feedback von dir, was spürst du, wie geht's dir, was fühlst du, wie hat es dir gefallen, bereust du es oder wirst du es nochmal machen? Alles, was in dir drin steckt. Jetzt darfst du deine Gefühle rausbringen und fließen lassen. Okay, also nee, mir hat es super gut gefallen von jedem Einzelnen, die mir was gesagt haben. Hat auf jeden Fall alles sehr gestimmt. Ich fühle mich jetzt, also wie gesagt, ganz im Gegenteil, sehr gut, weil ich suche jetzt seit ungefähr ein Jahr nach Lösungen für meine Probleme, also dass ich mich ändere. Wie kann ich das? Warum ist das so? Und jetzt weiß ich, und das macht alles Sinn, warum ich solche Männer hatte oder mit Arbeit, was du alles gesagt hast. Und ich weiß ja, dass ich an mir ändern muss. Und das freut mich so sehr, dass ich jetzt weiß, in welche Richtung ich mich bewegen kann. Und die waren alle so super. Und ich würde das natürlich jederzeit wieder machen. Das war klasse. Und hat mir so gut getan, wirklich. Danke, Super. danke, danke. Super cool. Und empfehle uns weiter und dein nächster Schritt, ich sage dir ehrlich, mach Astrologie. Zehntes Haus ist Astrologie und Magie hier drin. Ich habe daran gedacht, aber ich habe mir gedacht, das wird mir zu viel, das würde ich nicht schaffen, Ja, das kann irgendwie. du nicht schaffen mit deinem Merkur. Du schaffst Ja. es. Also sorry, aber dieser Merkur ist der krasseste.
Tier und hier, das sind die zwei Geister Merkur. Okay. Ja. Darf ich noch was fragen? Wie sieht es denn bei mir finanziell aus? Kann man da was sehen? Oder? Finanzen ist, wie verdienst du dein Geld? Durch Außergewöhnlichkeit musst du dein Geld verdienen. Uranus, oh, schau, das ist wiederum jetzt. Dein zweites Haus, wie verdienst du Geld? Geht in den Wassermann rein. Wassermann ist der Führer Uranus. Uranus steht im Skorpion. Alles, was unter Bewusstsein zu tun hat, Esoterik. Da verdienst du dein Geld. Da liegt es. Hier, nimm. Okay, okay. Ja. Und Beruf ist immer über Beratungen. Thema 6, da fließt es auch Geld. Sprechen, Kommunikation, nicht schriftliche Analysen machen. Sprechen. Und okay. 10. ist hier Astrologie, Magie, Karten, Psychologie kannst mit reinnehmen. Und wahrscheinlich komme ich jetzt auch in Astrologie rein. Mach langsam, zum ersten mach langsam. Schreib mir erstmal, wir machen einen Plan. Du kannst nicht alles auf einmal machen. Ja. Okay? Gut, super, meine Liebe. Dann verabschieden wir uns von dir. Ja, ich sage danke nochmal und euch viel Erfolg noch weiterhin. Danke, danke, danke. Ciao. Okay. Tschüss, tschüss.